So, hallo, wir, Hilfe, alles ist überlastet. Machen weiter bei Fortnite. Letztes Mal haben wir ein paar Missionen bei Indiana Jones Kram erledigt und neue geöffnet. Unter anderem diese komische, merkwürdige Tür, die man hier finden soll. Also, da bin ich noch sehr gespannt, wie wir die finden werden. Aber ich sehe, unser Bus fährt hier dran vorbei, also werden wir da auf jeden Fall gleich einsteigen. Mit dieser Tür und das nochmal weiter versuchen. Ich glaube, das wäre jetzt so erstmal mein Hauptanliegen. Dass wir diese Tür weiter erledigen. So. Ich hoffe nur, da gehen nicht allzu viele hin, wobei halt viele diese Tür wahrscheinlich suchen werden, aber naja, was soll's. Wir gucken mal, was passiert. Ja, das ist halt schon genau, das ist halt schon, nein. Schwierig. Wir werden da wohl nicht alleine sein. Ist dann natürlich die Frage, ob das so klug ist, da hinzugehen. Aber hey, wir probieren es mal aus. Wir sind am Anfang des Parts. Wenn es jetzt gleich erstmal schief geht, ist das halt so. Ja, hier sind halt jetzt überall. Weiß ich nicht. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal den Kollegen kaputt. Dann haben wir das schon mal als Mission mitgenommen. So, Nummer 2 von 3 ist das nämlich. Das ist wichtig. Ah, scheiße. Egal. Also egal nicht, aber ja. So können wir natürlich auch jetzt machen wir beim dritten Mal, machen wir zum dritten Mal den Kern kaputt und dann haben wir den Kern schon mal durch. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Achso, ich muss ja eh pausieren. So, da geht's auch gleich wieder los. Der Bus fährt auch ziemlich gut an dem Gebiet vorbei. Also das Problem ist, wenn er direkt dran vorbeifährt, steigen da halt auch viele aus. Aber was soll's. Was soll's? Es gibt Schlimmeres. Oh. Hier steigen auch jetzt schon viele aus, weil sie wahrscheinlich zu Darth Vader wollen. Das wäre natürlich auch eine Geschichte. Ich wette, das wird später auch eine Mission. Also, ne? Gerade diese Wipes-Missionen, das wird sicherlich auch nochmal was werden. Aber jetzt machen wir erstmal den Indiana Jones-Kram. Hui! Hoppala. Am besten wieder bei der Wurzel landen, dass wir auf jeden Fall das mitnehmen. Mindestens das. Da ist das Ding. Ne, hier. Hä, wo ist das Ding? Hier ist das Ding. Da ist das Ding. Zumindest dieses Ding kaputt machen, dann hätte ich schon mal die eine Mission weg. Da geht auch einer runter. Ja, aber ich glaube, wir könnten diesmal ein bisschen mehr Ruhe haben. Erstmal. So. Da haben wir das weg. So. Und das macht auch gleich wieder den Levelausstieg auf. Ausstieg. Auf. Oh, guckt mal. Hier sind Hinweise auf die Teile. Also das Gelbe. Aber welches denn? Welches ist denn das dann so? Also. Welches von denen muss ich dann auf Gelb drehen? Woher weiß ich, welches das ist? Oder muss ich dann alle auf Gelb drehen, weil hier Gelb anzeigt? Man weiß es nicht so genau. Aber vielleicht finden wir ja diesmal was raus. Scheiße. Okay, der will kämpfen. Das ist nicht so gut, weil ich will das nicht. Ach, komm schon. Nee, Mann. Jetzt doch nicht. Okay, jetzt wohl doch nicht. Hier unten sind die Steine, ne? Genau.
Also wir haben das gelbe Symbol gesehen, aber... Okay, da ist die Tür. Schwitz. Eieiei. So, hier ist diese Tür. Aber wie muss ich das jetzt richtig? Ich drehe mal alles auf blau einfach, weil ich es kann. Aber wir haben ja dieses andere Symbol gesehen. Wir haben dieses Symbol gesehen, ne? Ich drehe mal alles auf dieses Symbol. Aber ich schätze mal, alle vier müssen ein anderes Symbol haben. Hä? Lol. Was? Okay, das war purer Zufall. Okay, das war purer... Scheiße. Scheiße, da war eine Falle. Okay, da muss ich drauf achten, dass da eine Falle ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wie war das jetzt? Blau, blau, orange, gelb oder so? Blau, blau, orange, gelb? Ist das immer die gleiche Dings? Ist das immer die gleiche Dings? Das war das gerade Zufall? Was war das gerade? Wir werden es rausfinden, weil wir gleich wieder dahin gehen. Bis gleich. So, wir sind zurück. Und wir fahren direkt über die Ruine. Wieder was Schlechtes, weil da werden wir alle aussteigen. Ah. Na, guck mal. Schaut euch das mal an. Die steigen alle da aus. Das ist doch blöd. Komm, dann gehen wir erst wieder zur Tank. Wo gehen wir erst hin? Wir gehen darüber, weil das ist ein abgestürztes Luftschiff. Oder? Ist das so ein abgestürztes Luftschiff? Können wir da... Nee, das ist kein abgestürztes Luftschiff, oder? Oder können wir da Dings holen? So eine Kiste. Weil wir müssen auch noch Kisten bei abgestürzten Luftschiffen aufmachen. Ist das so ein abgestürztes Luftschiff? Könnte sein, ne? Ist das das hier? Ja, ist es. Und damit haben wir die Mission. Sehr gut, dann ist das jetzt auch weg. Prima. Okay. Dann war das doch jetzt schon mal viel erfolgreicher als alles, was wir gerade gemacht haben. So. Okay, da wäre sogar noch eine richtige Kiste. Okay, nice. Guter Start. Gut, dann verziehen wir uns mal wieder. In Richtung... Bin ich da richtig unterwegs jetzt eigentlich? Ja, geht so. Da entlang. Da geht's lang. Okay. Wo ist dann eigentlich die Zone? Wir sind genau drin. Perfekt. Wenn ich irgendwo was sehe, was wie hohes Gras aussieht, dann würde ich auch da versuchen, einmal 10 Sekunden einfach mich hinzuknien. So gut machst du das. Super. Nee. Ich will hier nichts anzünden, ehrlich gesagt. Vielleicht doch. Ah, nee, das tut weh. Da will ich nicht reinrennen. Da renne ich nicht rein. Das tut weh. Das lassen wir schön bleiben. Greifhandschuh. Kann man eigentlich die Fische auch erschießen so? Nee, das juckt die alle überhaupt nicht. Ne? Also. So snacken kann man sich die Fische nicht. Das geht nur mit... Okay, das geht nur mit Dings. Na gut, war ein Versuch. Ne? So, wir sind gleich da. Ich hoffe nur, da sind nicht andere jetzt. Aber ich meine, da werden andere sein. Weil das halt nun mal gerade die Mission ist, dorthin zu gehen. Alle, die die Mission noch machen wollen und müssen, gehen dahin.
Ich vielleicht noch eine Beere? Nein. Okay, dann nicht. So. Und hier spielt halt auch Musik. Also das hier ist ja... Wir waren ja da richtig. So, das ist echt ärgerlich, dass das nicht geklappt hat. Wird geschossen. Hier unten ist es, ne? Jo. Okay, ist noch nicht offen. So, das war blau. Das war irgendwie auch so blau. Wo kommen die Schüsse her? Das war auf jeden Fall so und das war das andere. Ja, schade. Also ist das immer ein anderer Code oder was? Oder wie oder wo? Vergiss es. Vergiss es. So. Kommen wir zu meiner Frage zurück. Also ist das immer ein anderer Code? Und ich hatte den vorhin einfach auf Glück richtig. So, auf pures Glück. Das ist schlecht. Okay, dann wissen wir aber jetzt, eine Platte ist da hinten. Irgendwo da hinten war eine Platte. Hier in der Grube da. Hier unten, ne? Da war eine Platte irgendwo. Weiß nicht, wo genau. Ja, genau hier. Okay, die sagt jetzt blau. Und ist das dann, also ist das dann der Reihe nach, dass man sagen kann, okay, die sind, hier ist sozusagen blau und dann ist da eine andere und so weiter, dass die irgendwie so sortiert sind? Oh, da ist so ein Taschenfest. Nein! So, nicht, dass ich die wieder versehentlich einsetze. Also, wäre hier das Ding blau? Meiner Theorie nach jetzt. Und die anderen wissen wir nicht. Die müsste ich halt finden, auch wahrscheinlich. Und ich habe wieder Glück. Das ist doch nicht normal. Okay, so jetzt. Jetzt einfach so spielen, wie wenn das so ein... So ein Dings wäre, ne? So ein RPG. Abschnitt. Ja, jetzt schießen die nicht. Hä? Jetzt schießen. Alter. Okay, wir haben's. Oh mein Gott. So. Und jetzt? Was passiert jetzt? Muss ich Angst haben? Ich heile mich mal. Okay. Das war dann wohl eine Kugel. Aber das zählt, das zählt jetzt noch nicht zu, findet die versteckte Tür. Scheiße. Muss man da wieder rauskommen? Ja, klar, es gibt ja Sinn, dass man da rauskommen muss. Oh, wisst ihr, was ich mache? Ich baue die Pfeildinger ab. Natürlich, ich baue die Pfeildinger ab beim nächsten Mal. Also, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher.
So. Let's try again, würde ich sagen. Also, wir müssen da rein, wir müssen dieses Relikt holen und dann wahrscheinlich unbeschadet auch wieder rauskommen. Ja. Ist jetzt nicht ganz so nah dran. Ich denke, wir können diesmal hier ganz gut aussteigen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar mehr Plattformen, dass wir mehr sichere wissen, die wir drehen müssen. Das war jetzt ja zweimal echt einfach Glück. Wobei es natürlich klar, wenn es jetzt schon... Was ist da drüben? Was leuchtet da drüben? Ist da der Darth Vader diesmal? Der ist doch woanders hin, oder? Ist der da drüben? Was leuchtet da? Da leuchtet was. Was leuchtet da? Was ist da los? Ich will wissen. Okay. Ist hier im Wasser vielleicht auch so eine Platte irgendwo versteckt? Dass so in jedem Element so eine Platte... Ah, Hallöchen. Dass in jedem Element so eine Platte ist oder so? Oh, okay, das können wir erstmal kurz kaputt machen. So. Ach, das kommt mir gerade. Kann ich die Tür nicht auch einfach zerstören? Like, wir spielen Fortnite. Ich kann alles kaputt machen, was ich will. Also fast. Aber wahrscheinlich geht's nicht. So, wir sind schon... Ja, wir sind schon hier. Das ist natürlich schlecht jetzt. Aber kann ich hier also... Nein. Nein, okay. Ja, okay, das geht nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, aber wäre witzig gewesen. Was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn für ein Blubbel? Okay. Okay, er ist einfach da. Und er tut nichts. Na gut. So, ich könnte jetzt auf gut Glück einfach irgendwas drehen. Die Wahrscheinlichkeit, das Richtige zu erwischen, ist schon sehr gering. Ja, also, so wird's nichts. Eine Platte wissen wir. Mit einer Platte kann ich zumindest die anderen reduzieren. Also das kann ich. Okay. Erstmal mehr Munition. Warum nicht? Weil wir müssen uns ja auch verteidigen können, was los ist. Das ist klar. Oh, oh. Ah, nee, ist nur ein Tier. Alles gut. So, hier ist die eine Platte. Gelb. Die sagt gelb. Und das war bisher immer das ganz links, was gelb ist. Na? Oh, das ist die gleiche Waffe. Weg damit. Gesagt, weg damit. Die kann man mitnehmen. Aber andere Platten habe ich noch keine gesehen bisher. Da ist noch eine. Die sagt rot. Und die ist jetzt weiter, dann ist das die wahrscheinlich dann Neber. Dann ist das wahrscheinlich die daneben. Also gelb, rot, naja, und die anderen zwei könnte ich dann ausprobieren. Aber wir wissen jetzt schon den Ort von zwei Platten, das ist doch schon mal gut. Sind wir eigentlich im Gebiet? Wir sind im Gebiet, okay, das ist auch... gut, grundsätzlich. Das Problem ist nur, dass jetzt hier auch andere schon sind. Komme ich da jetzt unbemerkt runter?
drüben geht's auf jeden Fall runter. Die Frage ist nur, ist da jetzt mittlerweile jemand aufgetaucht? Sieht nicht danach aus. Okay. Also wir wissen, wait, die sind ja sogar schon richtig dann, ne? Muss ich nur die zwei ändern. Okay, mit dem ist es nichts. Erwischt. So. Kann ich jetzt diese Wände abbauen? Kann ich. Dann muss ich wahrscheinlich einfach vor dieser Scheißkugel fliehen. Und alles ist cool. Okay. Ist da noch eine Wand? Nee, keine Wand mehr. Also, ab dafür. Und raus. Sorge dafür, dass Rollbrocken im Verlauf eines Matches 100 Meter weit rollen. Das hat jetzt als Mission gezählt. Alles klar. Okay, ja, aber was muss ich denn jetzt noch machen? Das hat ja jetzt scheinbar nicht gereicht. Das ist ja immer noch nicht. Oder ist jetzt hier hinten nochmal was Neues? So von wegen findet die geheime Tür. Das ist die Geheimtür in der Hauptkammer. Ah! Jetzt haben wir es gefunden. Alles klar. Sehr schön. Jetzt haben wir es gefunden. Okay, verstanden. Sehr gut. Also egal, was in der Mission jetzt noch passiert, ich bin happy. So. Ja, das können wir so stehen lassen hier alles, ne? Das ist so okay. Wobei, dieses Feuerwerksding kann natürlich raus. Nehmen wir halt die Säge mit, vielleicht kommen wir nochmal zu irgendwelchen Pilzen oder sowas. Glaube ich zwar nicht, aber warum nicht? Aber witzig, dass das als Mission gilt für Lass einen Kugelrollen, lul. Das ist natürlich eigentlich anders gedacht, aber schön, dass die mitzählt. Finde ich gut. So. Okay. Dann lass mich mal gucken, was wir noch so an Missionen... Ist das ein Gegner? Da ist doch gerade jemand gelaufen. Jo. Ja, schieß die Wand an. Schieß die Wand an, ist völlig in Ordnung, kein Thema. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So. Was wächst hier jetzt? Ich muss auch noch, ach so, kann ich nicht, okay. Egal. So, ich wollte nach Missionen gucken. Eigentlich wollte ich gerade niemanden töten, aber wenn sich da jemand anbietet, dann ist das so. So, ich gehe mal kurz hier rein, in den Busch. So. Also. Ach ja, weil ich so Dinger an Lauschgeräte platzieren, das ist, stimmt, das ist gerade unser Vibes-Ding, aber das haben wir jetzt gerade gar nicht verfolgt. Ist in Ordnung. Das ist was anderes, können wir jetzt nicht machen. Taschenfestung ist jetzt auch erstmal egal. Blatt ist, Riesenpilz mit Sägeblatt ist auch egal.
Habe ich gerade nicht dabei. Seltene Sturmgewehre, theoretisch. Greife mit einem Greifhandschuh nach einer Seilrutsche, während du in der Luft bist. Also das muss irgendwas anderes sein, als was ich probiert habe bisher. Exotische Waffe kaufen. Ah, wir könnten hier eine exotische Waffe kaufen. Aber nee, Quatsch, die Zone geht ja hier zu. Okay. Pflück eine legendäre. Ja, okay, das ist auch jetzt alles nicht wichtig. Nee, dann können wir aktuell einfach nur spielen. Ja, da kommen wir jetzt auch nicht hin. Ist in Ordnung. Wir könnten noch einen Rollbrocken finden. Glaube ich aber nicht, dass der hier in dem Gebiet ist. Das hier könnten wir schaffen. Und Pistolen haben wir gerade keine dabei. Okay. Ach, wait, das mit dem Gras hat sich schon erledigt. Das habe ich gerade nirgendwo mehr gelesen. Wo war denn das? War das bei den täglichen dabei? Ist ja eh. Okay, ist egal. Wurscht. Wurscht. Kümmern wir uns mal lieber hier. Ich könnte ja, wenn ich Glück habe, einen Baum finden, wo gerade ein epischer Setzling ist. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Nee, hier ist auch keiner. Nee. Nee. Ja, ist wurscht. Aber das ist doch eine Seilrutsche, oder? Bin ich da, liege ich da völlig falsch? Oh, das haben wir Sturmgewehr, müssen wir noch nutzen. Nee, Quatsch, die Kopfschüsse. Wait, die Kopfschüsse hat es nicht mehr angezeigt, oder? Die Kopfschüsse haben wir. Ja, die Kopfschüsse haben wir, okay. Aber das grundsätzlich das Sturmgewehr müssen wir noch machen. Seltenes Sturmgewehr. Okay, das ist aber nicht selten, was ich jetzt hier habe. Habe ich gerade ein seltenes Sturmgewehr in der Dings? Scheiße! Okay, war nicht auf mich gerichtet. Macht's aber nicht besser. Wo ist der Typ? Oh, Sasuke! Das tut mir jetzt aber leid. Einfach Sasuke erledigt. Kann man mal machen. Was ist hier so? Na, warte, mein Freund. Okay, schlechte Idee. Schade. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Zugegeben, ein schlechter, aber ein Versuch. So, jetzt ist nur meine Energie nicht die beste. Also ganz schlechte Voraussetzungen hier gerade. Aber sehe ich die Person da jetzt noch, die mich geärgert hat? Das ist eine Seilrutsche, ja, okay. Hudi. Aber das zählt ja nicht. Also, wenn du in der Luft bist an einer Seilrutsche mit Greifhandschuh. Aber das zählt ja alles nicht. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Ist jetzt auch erstmal wurscht. Erstmal ein Fleisch. Das ist gerade sehr sinnvoll. Ein Fleisch zu konsumieren. So. Schild konsumieren ist auch gerade sehr sinnvoll. Okay, der hatte gerade gar kein Interesse an mir. Aber das ist auch sehr sinnvoll, kein Interesse an mir zu haben. Okay, haben wir ein Sturmgewehr dabei? Ein seltenes? Nee, schade. Aber dann machen wir es mal so. Gebietstechnisch sind wir hier zum Glück jetzt richtig erstmal. Ja, ja, ich weiß schon, wo du bist. Lass mich erstmal hier gucken. Okay. Hallo, geh halt hoch. Dann eben so. Ja! Just what I needed. Nix Rucksack voll, nimm das Ding jetzt. Mein Gott, Kerl. Mach mich nicht wahnsinnig. Sehr schön. Okay, Zone kommt genau hierher. Das ist in Ordnung. Nein, nicht die Waffe.
Die Waffe behalten wir. Ich hätte nur gern die... So. Okay, Zone ist nicht ganz okay. Zone ist ein bisschen weiter gegangen, als ich wollte. Aber es ist so. So ist jetzt in Ordnung. So ist okay. So. Ich habe eine schöne Waffe, mit der ich von oben ganz gut Schaden machen kann, wenn ich Leute sehen würde. Schade. Hätte klappen können. Problem ist, Zone zieht sich gleich noch mehr zu. Schade. Hätte klappen können. Okay, ich muss zu einer Seilrutsche. Weil ich sonst hier nicht wegkomme. Ist das eigentlich auch, zählt das auch als Seilrutsche? Ja. Also ist mein Greifhandschuh nicht mehr... Ah, schade, egal. Okay, ist wurscht. Der ist jetzt erstmal echt egal. Vielleicht sehe ich noch jemanden von hier oben. Und kann schon schön sneaky irgendeinen Treffer landen. Aber es sieht nicht so aus. Was glitzert denn da alles? Ach so, einfach so. Okay, in der Richtung wird geschossen. Ja. Sehen wir da jemanden? Nein. Okay, ich müsste im Wasser landen können. Riskant, aber funktioniert. Da oben. Das ist einer von drei Spielern noch. Vorsichtig anziehen. Vorsichtig ran. Ganz vorsichtig. Wo ist der hin? Der da hoch. Der könnte da hoch sein. Aber der war nicht auf dem Tier unterwegs, oder? Da oben. Da oben sind beide. Da oben sind beide. Scheiße. Scheiße. Okay. Nee, das sind nicht beide. Hä, was war denn das andere dann für einer? Hä, was... Ach, das ist so ein Bot-Typ. Oh, shit. Deswegen hat er auch so ein Fragezeichen drüber. Ich wollte schon sagen, hä, was ist da los? Hat den irgendwie angeheuert oder so? Kann man das? Scheinbar kann man das. Weil der plötzlich da dabei war. Okay, egal. Wir haben die Tür, ich bin zufrieden. Das ist ja, was wir wollten. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Wieso? Okay, aber wieso? Also, kann man die anheuern? Muss ja so gehen, weil es ist ja ein Bot-Typ. Jetzt schießt er auf den Hund. Okay, der Hund ist natürlich... Ah, nee, da oben ist der... Okay, wir gucken uns das Finale noch an. Das Finale von diesem Kampf. Aber ich schätze, der Typ, der mich erledigt hat, wird gewinnen. Der hat hier gerade 126 Schaden gemacht. Der hat sehr gute Voraussetzungen. Der hat sehr gute Voraussetzungen. Allerdings, jetzt muss er außen rum. Okay, es könnte noch ein Überraschungsangriff kommen von dem anderen. Da könnte noch was passieren. Ja. Ja, der ist jetzt, könnte halt alles Mögliche. Der kann es jetzt halt schon komplett anders orientiert haben. Also, ja, es sind keine guten Voraussetzungen so. Ja, das könnte böse ausgehen für ihn. Wenn der andere ihn jetzt überrascht, könnte das böse ausgehen. Ah, ich dachte, es kommt jetzt das Finale, aber jetzt hampeln sie doch noch ein bisschen rum. Jetzt hampeln sie doch noch ein bisschen rum. Wo ist der andere? Sehen wir ihn irgendwo? Bisher sehe ich ihn nicht. Oh, ah nee. Ah, okay. Okay, ja, das ist natürlich... Okay, das ist krass, dass man da jemanden anheuern kann irgendwie. Wie geht denn das? Muss man die kaufen wahrscheinlich? Also, dass man mit denen quatscht und dann folgen die einem vielleicht. Irgendwie sowas. Sehr interessant. Wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. Man lernt nicht aus.
Okay. Wir gucken mal kurz in die Lobby, was es noch zu tun gibt. Ja, gute Vibes-Aufträge, Teil 5. Wir arbeiten dran, sag ich mal, vorsichtig. Oh, guck mal, was wir alles jetzt haben in den Runden erreicht haben. Wir haben ein neues Symbol, wir haben ein neues Aussehen, theoretisch, wenn wir das wollen. Klar, Level-Ups kamen ordentliche dazu. Das, ja, ist jetzt okay. Und ein Boot. Als Hängegleiter. Als Hängegleiter ein Boot. Das ist auch witzig. Und da ich ja eh alles auf Zufall immer einstelle, kann mir diese Kombination auch irgendwann mal passieren. Was ich eben cool finde. Deswegen bin ich so ein Zufallstyp. Okay. So. Dann das Zelt verstauen. Gut, das sind jetzt alles wieder langweilige Missionen. So, das ist. Ach, in einem Verlauf eines Matches 100 Meter weit rollen. Ja, okay, das, gut, hätte ich dann fortsetzen können, aber haben wir nicht gemacht. Gut. Pistolenschaden müssen wir noch machen. Muss ich halt mal dann nur Pistolen benutzen, eine Zeit lang, bis der Schaden oben ist. Ist in Ordnung. Oh, täglich haben wir noch gar nicht. Guck mal, täglich haben wir noch gar nicht alle erledigt. Die 15k nehme ich noch mit. Einfach nur Schilde von Sprungschlürfpilzen oder hier einen Gegner erledigen. Ach, da war das Gras. Okay, ich weiß immer noch nicht, was hohes Gras ist. Ist egal. Wöchentlich. Gut, das ist halt das Zeug. Nichts, was ich jetzt unbedingt sofort verfolgen würde. Dann würde ich sagen, im nächsten Part verfolgen wir das hier weiter. Ne? Das hier würde ich im nächsten Part weiter verfolgen, dass wir hier mal ein bisschen in der Story voranschreiten. Danke fürs Zuschauen und tschüss.